Jetzt können wir zum Beispiel schon mal diese Kreise oder diese Bohrlöcher hier packen und hier hinziehen. Die Box, die wir jetzt hier sehen, die erst so war, die wird erst aktualisiert, wenn wir wieder klicken, weil dann die Koordinate gesetzt wird. Hallo, ich zeige euch gerade eines meiner aktuellen Projekte. Das sind die Kallenberg-Lager, also die Elastomerlager von Kallenberg, die ich gerade aufbaue. Hier seht ihr gerade Jim Knopf und die Wilde 13. Nee. Schaut aus wie so ein Knopfsymbol. Ich bin gerade am Testen der Bohrungen und Langlöcher. Das heißt, ich kann jetzt das Ganze hier aktivieren. Ich habe jetzt hier, in dem Fall, sieht man hier schon mal das Logo im Aufbau. Hier fehlt noch ein bisschen was. Ist egal, das kommt alles noch. Kurztext, Langtext. Diese Sektionen klappe ich aber gleich mal zu, weil die nicht so relevant sind. Also wie immer können wir hier wieder das Ganze hier verschieben. Wir haben den Hersteller zur Auswahl. Wir können zwischen unbewährte, bewährte und Gleitlager wählen. Und je nachdem haben wir hier immer unsere Unterkategorien oder Typen zur Auswahl. In dem Fall habe ich jetzt rund ausgewählt und habe vier Bohrlöcher. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf rechteckig gehe, dann schaut das Ganze so aus. Haben natürlich jetzt Löcher da irgendwo im Minusbereich. Geht gar nicht, deswegen steht auch hier jetzt rot, das darfst du nicht haben, weil du jetzt von rund zu rechteckig gewechselt bist. Bin ich aber wieder rund, dann funktioniert das Ganze wieder. So, also auch im Streifenformat ist es nicht erlaubt, im Minusbereich hier zu gehen. Das liegt daran, dass bei rund ist der Ausgangspunkt hier in der Mitte und davon aus, wie in einem Koordinatensystem y, x, minus x, minus y, werden die jeweiligen Bohrlöcher hier verteilt. Natürlich könnt ihr da die Größen auch abändern. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu abgespaced gerade gewesen. Deswegen wechseln wir gleich wieder zurück. Jetzt mache ich einfach mal zum Beispiel hier ein Rechteck mit euch zusammen. Machen wir mal hier, schauen wir mal auf die Dicke. Machen wir auf 16. Die Breite ist hier zwischen A Min und A Max zu wählen. Ja, machen wir mal 300. Heute, jetzt habe ich 30, das ist zu wenig. 300 und B ist auf 500 momentan begrenzt. Hier machen wir auch 300, machen wir so ein Rechteck. Okay, jetzt können wir zum Beispiel schon mal diese Kreise oder diese Bohrlöcher hier packen und hier hinziehen. Sei aber wohl bemerkt, ich habe gerade 360 Polygone pro Kreis ausgewählt. Das könnte ich jetzt auch reduzieren und dann läuft das Ganze auch flüssiger und es wird nicht so viel Datenmenge aufgebaut. Macht man mal hier 36 vielleicht. Und genau, und jetzt sieht man zum Beispiel, hier wird das Ganze etwas eckiger. Auch hier an den Linien erkennt man es natürlich noch besser. Also ich mache mir Nummer 360. Das ist der Unterschied. Auch hier wunderbar rund. Machen wir mal 12 und so. Es sieht man es halt ein bisschen kantiger. Ja, ist aber bloß ein optisches Ding. Deswegen wird auch das Richtige am Ende bestellt werden. Von dem her kann man mal so lassen. Machen wir 40, schaut super aus in der Rundung und auch hier. Also wie gesagt, also ihr könnt erst mal eure Bohrlöcher irgendwo hin verschieben und dann habt ihr schon mal ungefähr die Koordinaten, wo die sind. Hier, dann wissen wir schon mal, gehen wir mal hier auf 50, hier auf 50, 250, 50 und schon haben wir so ein Viererwürfel gespannt. Schaut doch cool aus. Wenn wir jetzt den Darstellungsmodus verlassen, mit Schließen, dann schaut das Ganze so aus. Ihr habt immer diese Kreuzpunkte, damit ihr auch schön nachmessen könnt. Hier ist der Anfangspunkt. Und von hier nach hier haben wir 0,05, 0,05. Wunderbar. In der Eingabemaske ist alles in Millimeter angegeben, so wie es standardmäßig ist bei Elastomerlager. Wird dann auch nicht als Einbauteil, sondern als Montageteil erstellt werden. Genau. Jetzt mache ich mal hier 0 Bohrungen. Jetzt zeige ich noch die Langlöcher. Machen wir mal hier 2 Stück. Sieht man schon, da habe ich schon mal ein bisschen was gemacht gehabt. Da können wir auch diese Bohrlöcher sozusagen einfach verschieben. Die Box, die wir jetzt hier sehen, die erst so war, die wird erst aktualisiert, wenn wir wieder klicken, weil dann die Koordinate gesetzt wird. Jetzt noch eine kleine Werbung am Rande. Gehen wir mal noch zu CS Concept. Ich muss natürlich auch Werbung machen für mein neues Training. Das können Sie auf csconcept.de schauen, wenn Sie auf Trainings geht. Unsere Seminare, da klickt ihr einmal drauf, scrollt nach unten, bis ihr hier zum Allplan
BIM-Starterpaket kommt. Natürlich dürft ihr auch hier durchstöbern, was es davor und danach für Seminare gibt, ganz klar. Aber ich muss natürlich Werbung für mein Seminar machen, denn ich habe 10 Jahre Erfahrung mit Attribuieren, eigene Attribute erstellen, Bürostandards machen, daraus Beschriftungsbilder erzeugen und auch Legenden. Reports zwar auch, aber die kommen hier nicht vor. Aber in dem Fall ist es wirklich eine geballte Ladung. Innerhalb von 3,5 Stunden bekommt ihr so viel Mehrwert. Also ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Ihr habt dafür, glaube ich, 3 Termine stehen fest, genau. Meldet euch irgendwo an. Schaut euch das Kurzfilmseminar an, dann seht ihr erstmal, wie viel Wissen ich euch vermittle. Wenn ihr das euch selber beibringt, braucht ihr garantiert mehrere Monate und ihr werdet sehr viele Fehler machen, denn die habe ich auch gemacht auf diesem Weg. Deswegen anmelden und jetzt das Video liken und dann wird der neue Winkel ausgerechnet und dann wird es schön sauber hier so gemacht. Jetzt können wir zum Beispiel mal so X einfach mal machen, so ausprobieren, so vielleicht, ne? So könnte es, keine Ahnung, ob das irgendwie in der Realität so vorkommen kann. Oder wir können natürlich auch immer hier waagrecht und senkrecht bleiben. Da ich die Schritte in 5 mm Schritte, glaube ich, gemacht habe, könnt ihr da das ziemlich schön konzipieren. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch mit Eingabe hier nochmal bisschen genauer definieren, wo ihr das Ganze haben wollt. So zum Beispiel. Und hier machen wir vielleicht das auch so. Ach, keine Ahnung. Ja, so wie wir können es hier ausschauen. Und